Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Explosiv-Weekend-Spezial Tic-Tac-Toe, das Comeback des Jahres. Über 8 Jahre haben sie nach ihrer spektakulären Trennung nicht mehr miteinander gesprochen. Die drei der nach wie vor erfolgreichsten Mädchenband Deutschlands, Jazzy, Lee und Ricky. Exklusiv haben sie uns Interviews und Einblicke gewährt, die es so noch nicht gegeben hat. Wir zeigen das erste Treffen nach der jahrelangen Funkstille. Wir zeigen Tränen und einen verdammt harten Weg zurück ins Musikgeschäft. Tom Müller über den Mann hinter dem Comeback und drei Frauen auf dem Weg in die Charts. Sie sind wieder da, Tic-Tac-Toe. Ihr Auftritt vor einer Woche in Mannheim bei The Dome, eine Sensation. 8 Jahre lang waren sie getrennt. An ein Comeback der erfolgreichsten deutschen Mädchenband aller Zeiten wollte niemand mehr glauben. Zu zerstritten waren sie damals auseinandergegangen, auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs. Auf einer spektakulären Pressekonferenz. Uns haben sie jetzt verraten, wie es damals dazu kommen konnte. Wir wollten uns versöhnen, wir sind auf die Bühne gegangen und der Rest ist Geschichte. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das schwör ich. Jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck, das kennen wir schon. Ricky, jetzt reicht's. Jetzt sind sie wieder zusammen. Sie wollen es noch einmal wissen, wollen erneut die Hitlisten erobern. Wir waren exklusiv dabei. Erstmals sieht man bei uns den Augenblick der Wahrheit. Den Moment, als sie im Sommer 2005 nach so vielen Jahren das erste Mal wieder aufeinander trafen. War schon sehr emotional. Also mir sind auf jeden Fall ein paar Tränen hochgekommen, so wie jetzt auch wieder. Wir haben Tic-Tac-Toe exklusiv nach Lanzarote begleitet, wo sie sich wochenlang fern aller Öffentlichkeit in harter Arbeit auf ihr Comeback vorbereitet haben. Wir haben mit ihnen exklusiv über die Gründe ihrer Rückkehr gesprochen, ihre Erwartungen und ihre Träume für die Zukunft und über ihren ersten Song Spiegel. Wir alle waren so begeistert davon und haben gedacht, hey, den müssen wir aufnehmen. Und wir haben mit Tic-Tac-Toe gemeinsam noch einmal in die Vergangenheit geschaut. Auf ihre damaligen Hits, auf ihren unglaublichen Erfolg und auf die bitterschmerzhaften Schlagzeilen und Skandale. Das Heftigste, was mir passiert ist, ist, dass Frank gestorben ist. Exklusiv haben wir bei den Studioaufnahmen von Tic-Tac-Toe hinter die Kulissen schauen dürfen. Ich würde mein Leben hergeben für eine straffere Haut. Produziert von Tino Oak, einem der mega erfolgreichen Söhne Mannheims. Und dann habe ich die ersten Ruffs gehört, die Lee und die Jazzy gemacht haben. Und dann hat mich's vom Hocker gehauen. Und er hat das Comeback möglich gemacht, Tic-Tac-Toe-Manager Kalle Schwensen. Ihm ist gelungen, woran andere Musikgrößen sich bisher die Zähne ausgebissen haben. Er hat die drei Erfolgsrapperinnen wieder zusammengebracht. Uns erzählt er, wie er das gemacht hat. Ich habe es mir in den Kopf gesetzt und habe die Mädels ausfindig gemacht, weil ich kannte sie ja nicht. Und habe sie ausfindig gemacht und in den Einzelgesprächen ihnen erklärt, wie ich diese Sache angehen würde. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich wusste gar nicht so wirklich, wer Kalle ist. Alle Details und alle Hintergrundinformationen zum großen Tic-Tac-Toe-Comeback jetzt hier im Explosiv-Weekend-Spezial. Und die Bilder des ersten Treffens nach 8 Jahren Funkstille sehen Sie gleich exklusiv bei uns. Tic-Tac-Toe mit ihrer Hitsingle Spiegel. Das Pop-Comeback des Jahres. Willkommen zurück zu Explosiv Weekend Spezial. Mit Warum führten sie 7 Wochen die deutschen Charts an und warum fragten sich nicht nur die Fans, als Tic-Tac-Toe sich bei einer spektakulären Pressekonferenz zerstritten, anschrien und schließlich trennten. Weder Jazzy, Lee noch Ricky dachten, dass sie jemals wieder zusammenkommen würden. Wir haben sie jetzt exklusiv zu ihrem ersten Treffen begleitet. Ob es wieder zum Streit kam oder Freudentränen flossen, weiß Tom Müller. Der 23. August 2005, auf dem Weg zu einem spektakulären Wiedersehen. Ricky ist heute 27. Als sie mit Tic-Tac-Toe das erste Mal die Charts stürmte, war sie 18. Jazzy ist 30. In den Gründungstagen der Mädchenband war sie 20. Lee ist mit 31 die Älteste im Trio. Heute sollen die drei das erste Mal seit 8 Jahren wieder zusammenkommen. Ein Wagnis. Ich
bin aufgeregt, bin völlig durcheinander, freue mich tierisch, nichts wird so sein, wie es mal war. Und noch viel besser und noch viel schlimmer, keine Ahnung. Ich fühle mich großartig eigentlich. Ich bin wahnsinnig gespannt, die beiden wiederzusehen. Vor allem Lee, Marlene hatte ich ja letztes Jahr kurz getroffen und bei Lee ist es ja schon ganz, ganz viele Jahre her. Also ich erwarte von dem Treffen heute, dass wir ein schönes Homecoming haben. Oder ein nettes zumindest, ein nicht fetziges. Das ist ein historischer Moment. Treffpunkt ist ein Hotel am Hamburger Flughafen. Jazzy ist die Erste und sie ist aufgeregt. Als die drei sich das letzte Mal gesehen hatten, waren sie im Streit auseinandergegangen. Wie wird es jetzt sein? Ich bin halt jemand, mal gut sein, mag schlecht sein, aber meistens gehe ich immer so von gar nichts aus oder von dem Verrücktesten aus, damit es mich dann positiv überraschen kann, sagen wir mal so. Und so war es halt auch und habe gedacht, oh Gott, und vielleicht, wenn wir uns sehen, dann merkt man auf einmal so, oh je, warum haben wir nur Ja gesagt und so. Und es war irre, weil es war, die Nervosität stieg, wie beim Live-Konzert. So, vorher ist noch alles cool und hier und da. Und so 5 Minuten vorher bricht irgendwie alles völlig aus. Viele hatten damals Ricky die Schuld für die Trennung gegeben. Hat sie es nun am schwersten? Vor dem Treffen, da hatte ich gemischte Gefühle. Ich habe mich erstmal darauf gefreut. Klar, sonst hätte ich das jetzt alles nicht gemacht. Aber ich war schon nachdenklich, weil ich gedacht habe, wer weiß, ich habe die beiden jetzt Ewigkeiten nicht mehr gesehen und wer weiß, wie die drauf sind. Vielleicht kommen wir absolut nicht mehr miteinander zurecht. Ich glaube. Und dann haben wir uns gesehen und die Begrüßung lief mit Jess sehr temperamentvoll, sag ich mal. Vergessen sind Zoff und Ärger, Freude und Freundschaft überwiegen. Doch wird das auch bei der dritten, bei Lee, so sein? Vielleicht der schwierigste Part. Auf dem Weg zum ersten Treffen war ich eigentlich relativ normal. Ich habe gar nicht so sehr darüber nachgedacht, was jetzt eigentlich passieren könnte, wenn ich jetzt vor ihnen stehe. Und Lee ist auch einfach ein ganz anderer Typ als Jazzy. Also Lee ist dann eher doch die Coole. Und als da die Tür klopfte, merkte man wirklich so, wow, die super Aufregung. Ja, komm, mach auf! In dem Moment, wo die Tür aufging, ich bin dann halt freundlich, höflich, wollte die Hand geben irgendwie. Und dann fand ich schon schön, dass Ricky mich in den Arm genommen hat. Zuerst vorsichtiges Abtasten. Wie sind die anderen so drauf? Doch das Eis ist schnell geschmolzen. Und in dem Moment, wo wir dann aufeinander getroffen sind, war es schon sehr emotional. Also mir sind auf jeden Fall ein paar Tränen hochgekommen, so wie jetzt auch wieder. Es war irgendwie schön, also es ist schwer zu beschreiben. Wir drei hatten einen ganz besonderen Traum und der war halt irgendwann mal nicht mehr so präsent, dass wir den alle gleich drei hatten. Und es war einfach wunderschön zu sehen, es ist wieder alles da. Alles hält sich wieder die Waage und wir haben wieder den gleichen Traum. Ein gemeinsamer Traum, ein gemeinsames Projekt verbindet die drei Frauen aufs Neue. Sie wollen es noch einmal wissen. Mit ihrer Musik wollen sie noch einmal die Charts erobern. Doch kann das gelingen? Sie machen sich auf den Weg zur Kanareninsel Lanzarote. Dort werden sie sich 2 Monate lang zurückziehen, sich neu kennenlernen, sich neu erproben, sich und ihre Musik neu erfinden. Jetzt sind sie erwachsene Frauen. Damals hatten sie als Girlies in einer Mädchenband Erfolg. Ein Rückblick. Hi, ich bin Wiki. Hi, Leute, ich bin Lee. Hi, ich bin Jazzy. Wir sind Tick, Tack, Toe. Auf einem Hip-Hop-Wettbewerb in Dortmund haben sie sich kennengelernt. Viele sahen in ihnen die deutsche Antwort auf die erfolgreichen Spice Girls in England. Gleich mit ihrem ersten Song Ich find dich scheiße landeten Liane Wiegelmann, Ricarda Weltken und Marlene Tackenberg einen Volltreffer in den Top 10. Tic-Tac-Toe, der amerikanische Name für ein Kinderspiel, in Deutschland steht er für Erfolg. Auch der Song Mr. Wichtig wird ein Hit. 3 junge Ruhrpott-Göhren lachen das vermeintlich starke Geschlecht aus und treffen damit den Zeitgeist. Es regnet Gold und Platin. Ein Riesenerfolg auch für ihre Plattenfirma Ariola. Deren Chef war damals Thomas Stein. Er hat den Werdegang von Tic-Tac-Toe von Anfang an begleitet. Der Erfolg war erstmal, dass Ich finde die Scheiße ein Riesenhit geworden ist. Und plötzlich waren die 3 Mädels aus dem Nichts und von nichts kommend und unbekannt kommend,
in den Charts vor großen Künstlern à la Madonna, à la Michael Jackson und waren dann ja sogar im Vorprogramm von Michael Jackson. Das heißt, es war ein Erfolg, der ist nahtlos vorangegangen und sie konnten sich ja live auch präsentieren. Sie haben Live-Konzerte gemacht und haben gezeigt, dass das, dieser Sprechgesang, den sie auf Platte wiedergebracht haben, dass sie es auch live widerspiegeln konnten. Ich auf seinen Schoß und kleine Träume werden groß. Ich fühl mich funky. Gerade bei den Teenies schlagen die Songs und Texte von Tic-Tac-Toe voll ein. Sie sind authentisch und geradeaus. Es geht um Frauenleiden, Sex mit oder ohne Kondome, um blöde Anmachversuche. Die Band als Sprachrohr einer Generation. Ich glaube, zum einen waren es einfach junge Mädchen, die sich identifiziert haben, die gesagt haben, so, da kommen jetzt drei Mädchen, die sind ein bisschen so wie ich und die kümmern sich auch nicht drum, wie sie reden. Also ein bisschen frech, ein bisschen so, wie die Mädels eigentlich sein wollen. Da hat Tic-Tac-Toe in den Köpfen der Mädels sowas ausgelebt, was sie eigentlich gerne sein wollten, aber vielleicht auch Sachen, die sie sagen wollten, aber sich niemals getraut haben zu sagen. Erstmal haben die Mädels die Sprache der Jugend gesprochen und sind mit dieser Sprache erfolgreich geworden. Dann haben sie sich gekleidet wie die Jugendlichen. Und andersrum, die Jugendlichen haben sich dann wie die Mädels gekleidet. Das heißt also, sie waren in der Sprache, in der Ausdrucksform, in der optischen Ausdrucksform Trendsetter für Deutschland. Und das war sicherlich ein großer Erfolg. Tic-Tac-Toe ganz oben. Nach eigenen Angaben haben sie 6 Millionen Tonträger verkauft. Die Charts haben sie monatelang schlicht beherrscht und bekamen dafür dann auch 3 Echos. Sie gehörten dazu, man schmückte sich gerne mit dem ruhmreichen Trio. Keine Zeitung, kein Magazin ohne einen Bericht über sie. Und genau da wendet sich das Blatt. Kein Licht ohne Schatten. Die Boulevardpresse sucht nach neuen Stories und findet sie. Lee soll früher in einem Bordell gearbeitet haben. Der Ruhm erhält Kratzer. Dann der Selbstmord von Lees Ehemann Frank. Monatelang hing er tot auf einem Dachboden, bevor er gefunden wurde. Bisher wusste die Öffentlichkeit nichts von ihm. Eine Ehe passte nicht zum Mädchenimage. Schnell weisen die Medien Lee die Schuld für seinen Tod zu. Die Fans rührt das wenig, sie schwören Lee ihre Treue. Doch der Künstlerin selbst setzt das alles zu. In Interviews versucht sie, sich tränenreich zu verteidigen. Ist doch scheißegal, was ich bis jetzt in meinem Leben gemacht habe. Hauptsache, ich mache jetzt irgendwie was. Und schaffe aus meinem Leben irgendwie vernünftige Sachen zu machen und nicht irgendwie auf der Straße zu landen oder so. Warum wird der erfolgreichste Hit 7 Wochen lang Nummer 1? Der Tod einer Freundin wird besungen, aber die Stimmung des Songs passt zu den Problemen der Band. Verpiss dich, zuvor ebenfalls ein Nummer 1 Hit, doch längst hatte sich die Stimmung verdunkelt, nicht nur in den Medien, auch in der Band selbst. Konzerte und eine ganze Tournee werden abgesagt. Die Krise verschärft sich. Ricky ist der Grund. Die 18-Jährige kommt mit dem ganzen Medienhype um die Band und um die Vergangenheit von Lee nicht klar. Auf diese Art von Bekanntheit war sie nicht vorbereitet. War es das jetzt? Ja, Tic-Tac-Toe sind einfach von ihrem schnellen Ruhm damals überrollt worden. Von 0 auf 100 in 2 Sekunden. Und das ist sehr schwer zu verkraften für jeden. Dazu kam noch ein Zickenterror innerhalb der Gruppe. Ego-Probleme und so weiter. Und das war ungut und hat letztendlich zum Split geführt auch. Noch aber wird der Split nicht akzeptiert. Die Plattenfirma versucht, die 3 Sängerinnen noch einmal zu einer klärenden Aussprache zu bewegen. Es wird eine Pressekonferenz einberufen. Als Versöhnungstermin wird sie geplant. Als skandalöse Trennungspressekonferenz geht sie in die Mediengeschichte ein. Wie sehr sich die 3 Frauen seitdem verändert haben und was sie alles tun müssen, um in dem wesentlich härter gewordenen Musikgeschäft zu bestehen, das sehen Sie gleich. Ein Trio trainiert für die Top 10. Gesangstraining, aber auch strenge Diät und stundenlanger Sport. Tic-Tac-Toe will wieder ganz nach oben. Ich bin total müde. Ich habe keine Lust, joggen zu gehen. Aber ich muss. Die muss verrückt. Scheiße. Wie die 3 für ihren Durchbruch kämpfen. Die exklusiven Bilder und Interviews. Jetzt in Explosiv Weekend Spezial. Tic-Tac-Toe mit ihrer Hitsingle Spiegel. Das Pop-Comeback des Jahres. Und da sind wir wieder mit unserem Spezial zum Sensations-Comeback von Tic-Tac-Toe. 8 Jahre lang keine Musik, keine Öffentlichkeit, keine Pressetermine. Ein Leben als Normalo eben. Jetzt geht es wieder zurück auf die Bühne und damit zurück ins Blitzlichtgewitter. Doch das Musikgeschäft und auch die Mädchen haben sich verändert.
Vocal Coach, Fitnesstrainer und Top-Produzenten sollen Jessie Lee und Ricky wieder fit für den großen Auftritt machen. Warum der harte Weg zurück in die Charts auf Lanzarote beginnt und was sie dieses Mal anders machen wollen, zeigt Ihnen Tom Müller. Das Münchner Lustspielhaus. Hierher wurden im November 1997 Print, Funk und Fernsehen geladen. Allen soll bewiesen werden, wie verschworen die drei von Tic-Tac-Toe immer noch sind. Doch alles kommt mal wieder anders als geplant. Der Initiator erinnert sich. Und es gab immer wieder Trennungsgerüchte. Jetzt, aus meiner Erfahrung heraus weiß ich ja, wenn junge Mädchen mit 16, 17 Jahren sich trennen wollen, dann ist es etwas ganz Normales. Also habe ich gesagt, so schlimm kann die Streiterei nicht sein. Wir machen eine Pressekonferenz und zeigen der Öffentlichkeit, dass ihr euch versteht. So. Der Plan war, dass sie sich zwei Stunden vor der Pressekonferenz treffen würden und dann unter sechs Augen quasi sich gegenseitig alles in den Kopf werfen und dann ist es raus und dann ist Luft und dann gehen wir auf die Pressekonferenz und sagen, schön ist es. Flugzeugverspätung, Regen, mit dem Auto nicht rechtzeitig angekommen, keine Chance für die Aussprache zur Pressekonferenz und dann gingen die auf die Pressekonferenz und genau das, was eigentlich zwei Stunden vorher hätte besprochen oder sich gegenseitig ausgetauscht gehört, wurde dann an dieser Pressekonferenz ausgetauscht. Und so nahm das Schicksal seinen Lauf. Ein unvergesslicher Tag für alle Beteiligten. Wir wollten uns versöhnen, wir sind auf die Bühne gegangen und der Rest ist Geschichte. Die kennt jeder, ist die Legende. Wir sind hochgegangen, ich habe die Show eröffnet, ich habe die Show beendet sozusagen. Zwischenzeitlich hat es einfach mal richtig geknallt. Wir haben uns Gedanken um dich gemacht. Hat Ricky psychische Probleme oder nicht? Wer lügt hier und wer nicht? Die Kameras sind vergessen, alles ganz öffentlich. Promis erinnern sich. So dermaßen in die Hose, man war echt peinlich. Das war also absolut Zickenterror. Ich habe mich nur gefragt, ob das wirklich echt ist oder initiiert. Wenn ich jetzt anfange, wirklich unsere ganzen alten Kamellen aus der untersten Schublade rauszuholen und anfange zu diskutieren und mich zu äußern, dann werdet ihr beide nur noch Scheiße rufen. Inzwischen glaube ich, dass das echt war, weil sie ja hinterher auch gar keinen Kontakt mehr zueinander haben. Das ist eine Diskussion, Streit sieht ganz anders aus. Und das Management saß auch da mit großen Augen. Die haben mich angeguckt wie Eichhörnchen. Boah, ihr könnt echt gut lügen, wirklich. Wow. Auf einmal gab es kein Zurück mehr, der endgültige Bruch. So schien es dann für lange Zeit. Ich war damals sehr traurig, wir waren alle sehr traurig, dass es passiert ist. Wir waren alle sehr wütend und wir sind jetzt irgendwie an einem Punkt gekommen, wo man ein bisschen grinsen kann darüber. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das schwöre. Jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck, das kennen wir ja schon. Ricky, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ich wollte auf die Bühne und die Bodyguards haben mich nicht auf die Bühne gelassen, weil irgendeiner gerade nicht dabei war und sagte, der hat was mit zu tun. Und peinlich war es, dass die Mädels sich eigentlich damit eine Karriere versaut haben, die noch längst nicht zu Ende war. Zu sehr hatte man sich gegenseitig öffentlich verletzt. Der Split schien unumkehrbar bis zuletzt. Es war einfach unwahrscheinlich viel, was wir damals gemacht hatten. Wir hatten einen Riesenerfolg, einen Megaerfolg. Und wir waren ständig unterwegs. Und wir waren auch noch alle sehr, sehr jung. Und ich glaube einfach, dass zu dem Zeitpunkt das Problem war, dass uns keiner aufgefangen hat. Niemand. Ich glaube, dass wir uns auf jeden Fall noch mal streiten werden, aber nicht so heftig, wie es halt gewesen ist. Fakt ist einfach nur, dass wir jetzt da sind, wo wir sind und sehr, sehr gut fühlen zusammen. Also das merkt man, wir haben so eine Einigkeit und wieder so eine Kraft unter uns dreien. Nicht gefunden, sondern die war einfach von dem Tag an da, als die Tür aufging. 8 Jahre liegt nun die Tränentrennung zurück. Jetzt im August 2005 auf Lanzarote sind Jessie Lee und Ricky wieder ein Team. Hier wollen sie ein neues musikalisches Fundament legen. Doch kann ihr Bund nun wirklich beständiger sein? Die 2 Monate auf Lanzarote werden es zeigen müssen. Hallo, hereinspaziert. Das ist meine kleine Anlage, aber die ist gar nicht so schlecht. Also die reicht vollkommen aus und ich habe eigentlich ständig Musik an, weil ich Musik brauche, um mich gut zu fühlen. Videokamera, damit nehmen wir jeden Abend unser Tagebuch aus. Und dann sitze ich meistens auch hier. Ich glaube, ich werde noch stundenlang wach im Bett liegen, weil es einfach so ein aufregender Tag war, Lee und Jess nach so vielen Jahren wiederzusehen. Und es war so vertraut. Es war so ein vertrautes Gefühl, die beiden zu treffen, im Arm zu nehmen. Es war eigentlich wie gestern. Tja, hier sind wir nun in Lanzarote. Ich soll so ehrlich sein, wie es geht. Das werde ich auch heute sein. Tatsache ist, es ist noch gigantischer, als ich mir vorgestellt habe. Heute ist der erste Tag seit
geraumer Zeit, wo Tic-Tac-Toe wieder zusammen auf einem Fleck ist. Also Ricky, Jazzy und Lee. Beginn der Comeback-Vorbereitungen, Anfang eines langwierigen Trainings. Popstars müssen nicht nur texten, rappen und singen können, sondern auch fit sein. Und dafür brauchen sie gute Trainer. Ich bin Janine und ich bin die Personal Trainerin von den drei Mädels und bin gerade dabei, drei fit zu machen. Ich bin total müde. Ich habe keine Lust, joggen zu gehen. Aber ich muss. Wir haben 8 Uhr morgens und ich muss jetzt joggen gehen. Ich habe Muskelkater und ich kann nicht mehr. Das wollte ich euch nur mal mitteilen. Wir gehen 4-mal die Woche laufen und dazwischen schwimmen. Ziel ist natürlich, dass die Mädchen dann nachher eine längere Zeit auf der Bühne stehen können, noch Atem haben, um zu singen und dann natürlich ihr Schub machen zu können. Gegen Abend hin gibt es eine Stunde, was eher schönere Sachen sind. Dann machen wir dann Yoga. Yoga beinhaltet ja auch immer wieder Dehnung für den Körper. Gleichgewichtsübungen sind dabei, um auch ein Gefühl für den Körper zu bekommen. Die körperliche Fitness, das eine. Die gesangliche und künstlerische, das andere. Dehnt euch ein bisschen, dass eure Körper wissen, okay, gleich kommt mal ein bisschen Arbeit auf uns zu. Jetzt gähnen wir einfach alle mal ganz herzhaft. Mein Name ist Birgitta Schaub. Ich arbeite als Vocal Coach. In diesem Falle bin ich eingeflogen auf die Insel Lanzarote, wo ich in einer ersten Station die drei Sängerinnen von Tic-Tac-Toe betreue, um sie vorzubereiten auf ihr anstehendes Comeback. Birgitta ist eine sehr entspannte Frau. Also es macht Spaß, mit ihr zu lernen und zu üben. Und durch ihr Sein hat sie mir halt einfach geholfen, mich mehr zu öffnen. Ich meine, wir sind ja keine Sänger, wir sind immer noch Rapper und das ist auch das, was wir können und da, wo unser Potenzial liegt. Aber es ist natürlich schön für die Weiterentwicklung, halt einfach auch ein paar Gesangssachen zu machen und nicht mehr die Kindermelodien singen zu müssen, die wir bei Ich für die Scheiße gesungen haben. Jessie ist total willensstark und super interessiert dabei auch. Von der Stimme her hat sie eine sehr kräftige Stimme, die sie sich aber noch nicht so richtig traut rauszulassen. Und da wird sicherlich noch einiges passieren. Lee ist extrem aufnahmefähig und setzt sehr, sehr schnell um. Sie kann sich sehr gut auf ihren Körper einlassen und da sehr konzentriert wirklich am Thema dranbleiben. Ja, Ricky ist die von den dreien, die eigentlich die höchste Stimme hat. Wenn Ricky an sich selber glaubt, passiert da eine ganze Menge. Es gilt eben sehr stark einfach an der Selbstsicherheit zu arbeiten. Und das Stimmliche, das wird dann auch mitkommen. Brigitta hat uns halt individuell jeden Plan zusammengestellt, wonach wir üben können. Und das hilft mir schon, selbst bei den Rap-Parts, also nicht nur beim Gesang selbst, sondern auch beim Rappen, ist es einfach einfacher. Die Atmung, man hat sich besser unter Kontrolle. Lanzarote heißt Training und Comeback-Vorbereitungen fern aller Öffentlichkeit. Noch ahnt niemand in Deutschland etwas von der Sensation. Es gelingt, das ganze Projekt mit dem Mantel der Verschwiegenheit zu umhüllen. Noch denkt die Musikszene, Tic-Tac-Toe sei Vergangenheit und die drei Rapperinnen würden nie wieder ein Wort miteinander wechseln. Dabei sieht die Realität längst ganz anders aus. Die zweite Woche auf Lanzarote. Nun ist der Mann dazu gestoßen, der all das hier initiiert hat, Karl-Heinz Schwenzen. Einst eine Kiezgröße in Hamburg, nun macht er sich in der Musikbranche einen Namen. In einer Ratingshow auf RTL hatte er im Juni noch einmal die spektakuläre Trennung gesehen. Er dachte sich, wenn der Split der Band noch heute so viele Menschen interessiert, dann müsste dies deren Zusammenführung doch auch tun. Und das weckte mir eigentlich die Überlegung, jetzt zu sagen, das wäre eigentlich dann ein noch größeres Ereignis, wenn diese Formation, die seit 7 Jahren nicht mehr zusammen aufgetreten ist und bei euch war es gar nicht so, 7 Jahre nicht mehr gesehen und kein Wort mehr gesprochen. Das fand ich natürlich als persönliche Herausforderung, dass man dieses dann wieder ändern könnte. Was hast du denn so gefühlt, als du angeklopft hast und sich die Tür im Hotel öffnete?
Ja, dann wollen wir jetzt mal freundlich die Hand geben. Danke für die Entschuldigung. Da warte ich schon so lange drauf. Und damals war es mir sogar noch egal. Halt. Ich habe gesagt, wenn du einfach nur Entschuldigung gesagt hättest, ob du es gemeint hättest oder nicht, ich hätte es auf jeden Fall für bare Münze genommen. Aber dadurch, dass es natürlich mit wirklichen Gefühlen und authentisch rübergekommen ist, hat mich das umgehauen. Auf jeden Fall. Eine Sache hat sich nicht verändert. Ich bin immer noch die ruhigste. Ich fühle mich sehr wohl. Es war mein einer, also höchstwahrscheinlich bin ich die, ich sage das jetzt einfach mal so. Es war immer mein Traum, weil es das nochmal zu machen und nochmal richtig zu machen, weil ich einfach glaube, nicht nur die Fans hatten keinen Abschluss von Tic-Tac-Toe, sondern auch wir hatten keinen Abschluss. Ich will es schaffen, ich werde alles dafür geben, was in meiner Macht steht, das zum Erfolg zu bringen, was mein Drittel betrifft. Und ich glaube, wir sind einem ganzen Stück näher gekommen, jeder zu wissen, wo stehe ich, wer bin ich im Leben. Und ich bin sehr gespannt auf das Neue wieder kennenlernen, auf jeden von euch. Kalle ist einfach ein sehr konsequenter, straighter Typ. Irgendwie, wenn er sagt, das und das und das möchte ich und das und das und das schaffe ich. Wie man sieht, schafft er es. Er hat ja auch geschafft, uns drei wieder in ein Boot zu packen. Ein Rückblick auf die Jahre nach dem Split. Es ging durchaus noch ein wenig weiter mit Tic-Tac-Toe. Nur, dass Tic jetzt nicht mehr Ricky, sondern Sarah hieß. Wir sind wieder Sarah! Die erste Single, Ist der Ruf erst ruiniert, ist nicht unerfolgreich. Kommt in den Charts aber nicht über Platz 27 hinaus. Das alte Rezept, frech, provokant und eingängig, zieht nicht mehr. Längst machen das andere Künstler auch, nur ohne skandalöse Historie, aber dafür mit mehr Erfolg. Auch der nächste Song, Ich liebe dich, kann sich nicht durchsetzen. Die Zeiten von Nummer 1-Platzierungen, Echos und klingelnden Kassen sind vorbei. Und die von Tic-Tac-Toe in neuer Besetzung bald auch. Jessie sattelt um, gründet in Hamburg mit einem Partner eine kleine Produktionsfirma. Hits werden aber keine mehr produziert. Tic-Tac-Toe war bis dato, beruflich gesehen die schönste Zeit meines Lebens, definitiv. Ich habe tolle Menschen um mich gehabt, ich habe mega viel Spaß gehabt und wir sind auch durch viel Scheiße gegangen und das ist auch in Ordnung und so ist es halt einfach. Und jetzt fängt einfach ein neuer Lebensabschnitt an und man fängt von vorne an und man guckt, ob man es schafft oder nicht. Und wenn man es nicht schafft, muss man halt weitergehen. Das ist eben das Leben. Wenn Sie jetzt zur Bank gehen und den Kontoauszug rausholen, was steht drauf? Minus. Ich lebe ja vom Dispo. Das ist ja, aber das hört sich alles so dramatisch an. Also solange ich noch von meinem Dispo leben kann, der sich auch zwischendurch wieder ausgleicht, dadurch, dass ja noch bestimmte Sachen reinkommen, wie GEMA oder Lizenzen, auch wenn es nicht mehr so viel ist, aber es ist immer noch genug, dass ich davon leben kann. Solange man eine IC-Karte benutzt und die man in den Geldautomaten stecken kann und man sagt, ich habe ein Dispo, kann es einem nicht ganz so schlecht gehen. Ich habe einfach nur mir monatlich mein Geld aufs Konto überwiesen, wie ein Gehalt. Und habe halt einfach ein Dispo gehabt. Und wie viele andere Menschen in Deutschland irgendwann ab Mitte, knapp Ende des Monats einfach vom Dispo gelebt. Yo, was soll's? Ich meine, dafür muss man sich nicht schämen. Jessies letztes Projekt ist ein Song für die Industrie- und Handelskammer. Ein Image-Song, eine Auftragsproduktion. Nichts konnte uns trennen, wir waren nur für uns da. Auch Ricky versucht sich solo. Sie findet Beachtung, aber kein Millionenpublikum. Sie zieht sich für den Playboy aus und danach aus der Öffentlichkeit zurück. Sie findet ihr Glück im Privaten. Im Juli 2003 kommt Töchterchen Emma Luca zur Welt. Ricky singt nicht mehr von Mr. Wichtig, sondern schwärmt für ihren Mr. Richtig, Jeffrey. Und sie ist mit ihrer Mutterrolle glücklich. Ich habe geweint nach der Geburt vor Freude und dass sie gesund ist und dass es ihr gut geht. Das war wirklich das Wichtigste. Erstmal habe ich sie mir angeschaut und geguckt, ob sie auch alle Finger dran sind. Und ja, alles gut. In den letzten beiden Jahren war Ricky nur noch Mutter und Partnerin. Doch was wurde aus Lee? Um sie wurde es am ruhigsten. Die Gerüchteküche brodelte. Dabei reiste sie nur durch Europa, zog sich komplett zurück und räumte innerlich mit ihrer Vergangenheit auf. Nur mit dem Tod ihres Mannes Frank gelang ihr das nicht. Also woran ich mich erinnere in der Tic-Tac-Toe-Zeit, ist auf jeden Fall das Heftigste, was mir passiert ist, ist, dass Frank gestorben ist. Also, und das fehlt mir auf jeden Fall. Also er fehlt mir. Alles andere habe ich mittlerweile gut verarbeitet, denke ich. Aber das ist halt immer noch ein Wunderpunkt bei mir.
Immer wieder hieß es, die drei Gründungsmitglieder von Tic-Tac-Toe seien pleite. Ist das der Grund für ihr Comeback in diesem Jahr gewesen? Ich hatte auf jeden Fall noch Geld von Tic-Tac-Toe. Also durch die Zeit von Tic-Tac-Toe hatte ich noch Geld. Und davon habe ich gelebt im Endeffekt. Wirtschaftlich, finanziell gesehen, habe ich zum Glück keine Probleme gehabt, weil ich immer sehr, sehr gut aufgepasst habe mit meinem Geld. Der wirtschaftliche Druck war aber nicht so groß, denn sonst hätten sie ja früher schon zusammengehen können. Ich, wie gesagt, habe selbst schon ein paar Mal versucht gehabt. Und es funktionierte nicht. Also der wirtschaftliche Druck alleine kann es nicht gewesen sein. Fakt ist, sie haben sehr viel Geld verdient. Sehr viel Geld. Auch wenn andere weitaus mehr verdienen, aber sie haben mehrere Millionen verdient. Und wenn andere Leute mit einem Gehalt von 2.000, 3.000 Euro im Monat ein Leben lang bestehen können, fragt sich keiner. Und wenn ein paar Mädchen, wo jede so 2.000, 3.000 D-Mark hatte, davon 6.000, 7.000 Jahre lebt, fragt man sich, wie geht das? Also es funktioniert wirklich. Um Geld alleine soll es nicht gehen beim großen Tic-Tac-Toe-Comeback. Wenn es aber keine finanziellen Argumente waren, mit denen Kalle Schwensen die Damen vom Neubeginn überzeugte, welche waren es dann? Und wie hatten sie eigentlich auf seinen ersten Anruf reagiert? Wenn ich ganz ehrlich bin, ich wusste gar nicht so wirklich, wer Kalle ist. Also der Name war mir schon ein Begriff, aber mehr auch nicht. Hab in meiner ganzen Euphorie gesagt, du, wenn die anderen wollen, gerne, bitte, bin dabei. Und als ich dann ging, war eigentlich eher das Problem, also so, als ich dann darüber nachdachte, was ich da eigentlich gerade gesagt habe, habe ich mir natürlich überlegt, ist das alles so richtig und kann das überhaupt funktionieren? Ich habe ihn dann kennengelernt und der Mann hat mich einfach überzeugt und das hat mir gereicht. Ich bin ja nicht aus der Musikbranche, aber ich kann mir vorstellen, wie man das machen könnte. Und genau so habe ich es ihnen erklärt und das fanden sie alle toll, unabhängig voneinander. Natürlich gab es da jemanden, die partout das nicht machen wollte. Meine erste Antwort war natürlich erstmal nein, weil das ist meine grundsätzliche Antwort gewesen irgendwie. Ich wollte eigentlich erstmal Tic-Tac-Toe nicht mehr machen. Aber wir haben dann sehr, sehr intensiven, langen Einzelgesprächen, die also verteilt auf eine Woche waren, darüber erzählt. Sie hat mir sehr offen ihre Emotionen, ihre Beweggründe angesagt. Und dann habe ich aber auch erklärt, dass man irgendwann mal sagen muss, das war's. Also, dass ich wirklich überzeugt davon war, dass wir zusammen Tic-Tac-Toe wieder machen, hat sich eigentlich erst auf Lanzarote eingestellt. Die dritte Woche auf Lanzarote. Man teilt sich nicht nur die Arbeit und das Training miteinander, sondern auch den Einkauf, das Kochen, den Alltag. Und es funktioniert. Es klappt wieder zwischen Jazzy, Lee und Ricky. Sie haben Spaß zusammen und das Vertrauen zueinander wächst. Es schweißt sie erneut zusammen. Vor allem aber haben sie ein gemeinsames Projekt und sie haben ein gemeinsames Anliegen. Und das heißt Musik. Es ist ja schon ein Neuanfang, aber trotzdem ist es halt sehr, sehr vertraut, weil wir uns sehr, sehr gut kennen und viel miteinander erlebt haben, gute Zeiten, aber auch schlechte Zeiten. Und wir kennen uns wirklich sehr, sehr gut. Also vielleicht kennen wir uns besser, als manche Freunde von mir mich kennen. Aber vor allem, was uns natürlich ganz, ganz stark verbindet, ist die Musik, dass wir alle drei Musik lieben und Musik machen möchten. Und das ist wohl das A und O. Also ich freue mich darauf, dass wir jetzt die Zeit finden, zusammen mehr an den Texten arbeiten zu können und an der Musik. Musik? Musik ist das, was uns verbindet. Musik ist das Band, was uns damals zusammengebracht hat. Und das ist das Band, was uns heute auch wieder zusammengebracht hat. Also ich möchte gerne mit unserer Musik aussagen, Leute, ihr seid nicht alleine mit gewissen Vorstellungen oder Ideen. Jeder hat mal seine Probleme, jeder hat mal irgendwie Liebeskummer oder das Gegenteil, freut sich über gewisse Dinge und man ist einfach nicht alleine damit. Ich denke schon, dass die Musik den Leuten draußen gefallen wird, weil es einfach Texte sind, die jeden ansprechen, Erfahrungen und Situationen aus dem Leben. Ich denke schon, dass wir an dem Erfolg von früher schon anschließen können, aber auf eine ganz andere Art und Weise, weil wir uns halt auch weiterentwickelt haben und vielleicht auch andere Leute ansprechen werden als früher. Das Projekt Comeback geht voran. Das Training auch. Mal besser, mal schlechter. Man fühlt sich gut miteinander und sicher. Doch alle drei wissen auch, dass sie nicht nur Tic-Tac-Toe sind. Jede von ihnen hat zu Hause auch eine andere, eine eigene Identität. Neben Rapperin sind sie auch Mutter, Partnerin und Kollegin. Und eben das ist anders als früher, wo sie nur Tic-Tac-Toe und nichts anderes waren.
turn up the heat till the sun comes out, 'cause this is ladies' night. Heute sind sie reifer und zielbewusster als früher. Damals musste es zusammen klappen, heute muss nur, was sie selbst wollen. Deswegen könnte nun auf längere Sicht klappen, was damals nur 2,5 Jahre hielt. In der 6. Woche kommt ein Helfer dazu, der den Erfolg zurzeit schlicht gepachtet hat. Tino Oak, einer der Frontmänner der Söhne Mannheims. Sehr gut, sehr, sehr gut. Mein Name ist Tino Oak, ich bin Produzent, Musiker, Songwriter. In dem Falle hier bin ich jetzt der Produzent und arbeite schon über 10 Jahre als Produzent und bin schon seit fast 20 Jahren auf der Bühne als Musiker. Denn ich hasse die Frauenspiegel und will aussehen wie die Frauen auf dem Cover von. Ich bin ja auch sehr glücklich und sehr stolz, dass ich Tino Oak als Produzent gewinnen konnte für das Projekt. Und der auch am Anfang sagt, Mensch, Tic-Tac-Toe, ja, und dann habe ich ihm gesagt, glaub es mir, es ist eine tolle Platte, es sind tolle Performerinnen und spielte ihm das vor, was die so mitgebracht hatten. Ja, und dann habe ich die ersten Ruffs gehört, die Lee und die Jessie gemacht haben und dann hat mich's vom Hocker gehauen. Denn ich hasse die Frauenspiegel und will lassen. Spiegel, mit diesem Song wollen Tic-Tac-Toe das Comeback wagen und Tino Oak soll sie dabei unterstützen. Ich würde mein Leben hergeben für eine straffere Haut. Die Chemie hat einfach sofort gestimmt und ich muss einfach ein ganz großes Lob an ihm. Er ist einfach ein großartiger Produzent, der weiß ganz genau, wie man Sachen aus jemand rausholt. Michelle, weshalb bist du hier? Was ist dein Problem? Spiegel ist anders als bisherige Tic-Tac-Toe-Songs und genau deshalb hitverdächtig. Prinzipiell ist es für mich das Wichtigste, dass die Musik mich irgendwie flasht. Und das war halt bei Spiegel, das war so der erste Song, den ich gehört habe und Gänsehaut. Und ich war etwas verwundert, weil ich das eigentlich nicht gedacht hätte. Der Zusammenhang irgendwie Gänsehaut und Flash mit Tic-Tac-Toe, also konnte ich mir nicht vorstellen. Ohne das Material von früher jetzt schlecht machen zu wollen. Und das hat mich dann so geflasht, dass ich dann sofort angerufen habe bei Karl und habe gesagt, also ich möchte unbedingt dabei sein. Denn ich will nicht mehr hübsch sein, nein, ich weiß sie alle mit Gesängen, die muss verrückt. Scheiße. Oh woman, oh woman, don't treat me so mean, you're the meanest old man that I ever seen. I guess if you said so, I'd pack my things and go. That's right, hit the road, yeah, and don't come back no more. Tino Oak, der Sohn Mannheims, er ist der perfekte Wegbegleiter für das Comeback. Ich bin oberkrass zufrieden, wie das jetzt funktioniert hat. Also, die Mädchen sind älter geworden, sind keine Mädchen mehr, sind Frauen jetzt. Und so soll auch die Musik klingen. Ja. Und es hat so geil funktioniert, der Song ist so emotional geworden. Das heißt also, die drei haben ein sehr, sehr großes Talent, Sachen zu verstehen, eigen zu interpretieren und auch rüberzubringen. Also ich bin sehr, sehr begeistert von den drei. Showtime. Es bleiben nur noch 2 Wochen bis zur Rückkehr nach Deutschland. Die ersten Fotos für die Presse sollen gemacht werden. Die Bekanntmachung des Comebacks wird vorbereitet. Immer noch weiß in Deutschland niemand etwas von der Sensation. Wie werden die Reaktionen sein? Die letzten Tage auf Lanzarote werden noch einmal ausgiebig genossen. Kraft tanken für den Schlusssport in Deutschland bis zur Veröffentlichung der neuen CD. Zwischenzeitlich hatte Ricky sogar Besuch von ihrer kleinen Tochter Emma Luca. Alles läuft gut, die Fitness stimmt, der Teamgeist auch. Beim Sport läuft es eigentlich immer besser. Wir joggen mittlerweile 60 Minuten durchgehend, müssen keine Pausen mehr machen, irgendwie beim Puls zwischen 140 und 150. Das heißt, wir sind eigentlich relativ fit mittlerweile. Dehnbar sind wir auch wieder irgendwie. Ich kriege meinen Kopf fast auf meine Knie im Sitzen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Also da wir jeden Tag so viel zu machen haben, habe ich im Moment wirklich ganz, ganz viel Power in mir. Ich bin zwar auch müde, ich könnte eigentlich schlafen sofort, aber ich will nicht, ich will weitermachen. Die weiteren Arbeiten in Deutschland müssen geplant werden. Mit ihnen steigt aber auch die Zahl der Mitwisser und damit auch die Aufregung beim Manager. Doch die Frauen sehen das locker. Kalle ist klasse. Mit Kalle macht es Spaß zu arbeiten. Es ist hart, es ist nicht immer einfach. Wir sind auch schon ein paar Mal aneinander geraten irgendwie, weil 3 harte Frauen, ein starker Kerl, der für 3 harte Frauen steht sozusagen, kann uns aber nur gut tun, weil er setzt definitiv unsere Bedürfnisse durch. Ich
Klar gibt es ein paar Dinge, die ich dann eben vorgebe, aber ansonsten sind die sehr vernünftig und wir wollen ja alle das Gleiche. Die Mädchen wollen den Erfolg und ich, meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass man ihnen den Erfolg ermöglicht, ganz einfach ermöglicht, mehr nicht. Kalle macht alles. Wenn er könnte und die Zeit hätte, ich glaube, der würde alles machen. Kalle für mich persönlich ist wichtig, einfach als Mensch. Er ist ein sehr zielstrebig, also ein sehr zielstrebiger Mensch, sehr nach vorne orientiert. Und wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, so, dann zieht das auch durch. Der letzte Tag auf Lanzarote. 2 Monate haben Tic-Tac-Toe jetzt auf der Insel verbracht. Heute danken sie Team und Trainern mit einer kleinen Feier. In Deutschland warten Fotoshootings, Videodrehs und Studioaufnahmen auf sie. Den Song Spiegel haben sie bereits fertig im Reisegepäck. Am 9. Dezember soll er veröffentlicht werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich gefreut, zurück ins kalte Deutschland zu fliegen, weil ich einfach wusste, hey, jetzt geht's richtig los. Jetzt werden wir unser Album aufnehmen. Meine Erwartung nach Lanzarote war halt einfach, ins Studio gehen, arbeiten, machen, das jetzt fertig kriegen und mal gucken, was die Leute hinterher sagen. Der 27. Oktober 2005, die VCC-Studios in Hamburg. Unter den Anweisungen des renommierten Regisseurs Jan-Christoph Schultjen wird hier jetzt ganz geheim das Video für den neuen Song gedreht. Ich liebe Videodrehs im Gegensatz zu Interviews. Das Witzige, was mir aufgefallen ist, wo wir unser Video gedreht haben, ist, die Kamera geht an und alle drei sind da. Also es war so, als ob wir nie was anderes gemacht hätten. Also auch keine Pause dazwischen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur the camera's on, action. Spiegel ist ein ernster Song. Inmitten einer Psychologensitzung schildern 3 Neupatienten ihre Probleme mit sich und ihrer Umwelt. Leider nie, nein, hab keine Führungsqualitäten und Entscheidungsschwierigkeiten. Früh gelernt, meinen Mund zu halten, nur um Reibung zu vermeiden. Der Song Spiegel, der kommt von Lee. Also das heißt, Lee und Bekannte von ihr haben den zusammen geschrieben. Und Lee hat uns den auf Lanzarote präsentiert und wahrscheinlich gar nicht mit so vielen Hintergedanken. Sie hat ihn einfach vorgespielt. Und wir alle waren so begeistert davon und haben gedacht, hey, den müssen wir aufnehmen. Spiegel ist anders als frühere Songs von Tic-Tac-Toe. Es geht nicht mehr allein um Mädchenkummer, sondern auch um handfeste Probleme unserer Gesellschaft. Das kennt ungefähr jeder Zweite in Deutschland, gerade bei fast 5 Millionen Arbeitslosen. Dass man einfach sein ganzes Leben lang hart gearbeitet hat oder sein halbes Leben lang hart gearbeitet hat, irgendwie alles getan hat, um Anerkennung zu bekommen, vielleicht auch ein bisschen in der Firma und hier und da. Und auf einmal steht der Chef vor dir und sagt, es war ja irgendwie sehr nett, aber wir müssen ein bisschen reduzieren und du bist raus. Und was soll ich meiner Frau denn sagen? Mama, kauf die Waffe weg! Mir reicht's! Wir wollten es halt eigentlich erst so schreiben, dass ich persönlich da drin werde. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich teilweise nicht ganz so extrem die Probleme habe. Ich gucke manchmal in den Spiegel und finde mich halt eklig oder ich kotze mich an. Aber es ist dann nicht so schlimm, dass ich Probleme dadurch bekomme. Also ich denke mir dann, ach ja, scheiß drauf, warum gucke ich eigentlich erst in den Spiegel? Dann ist mir aber aufgefallen, wo wir darüber geredet haben, dass sehr viele Leute Probleme haben, in den Spiegel zu gucken. Und daraufhin hat sich das dann irgendwie entwickelt. Spiegel wurde als Comeback-Song ausgesucht, weil er zum neuen Image von Tic-Tac-Toe passt. Es ist keine Mädchenwelt mehr. Hier teilen sich erwachsene Frauen mit, die bereits viel gesehen und viel erlebt haben. Ein weiteres Shooting. Es werden noch mehr Fotos für das Album und den bevorstehenden Gang vor die Presse benötigt. Aus Kassel wurden eigens Chopper von Edelmotorradbauer Fred Kotlin herangeschafft. Der Wert der Unikate liegt jeweils zwischen 100.000 und 250.000 Euro. Alles ist edel, auch die Kleider sind zum Teil Maßanfertigungen. Ein Teil der Fotos wird für das Cover der neuen Single genutzt. Dieses beschäftigt sich mit dem Namen des Songs. Ein erhoffter Anreiz, ihn nicht allein aus dem Netz herunterzuladen. Dieses Plattencover ist sehr aufwendig und darum alleine schon sollte man sich das dann kaufen, wenn man diese Sache mag. Und bei allen Anstrengungen und Vorbereitungen jetzt, so kurz vor ihrer Rückkehr ins Musikgeschäft, eines verlieren die 3 Rapperinnen nicht, den Spaß an der Sache.
Der 18. November 2005, die Bombe platzt, das Comeback wird öffentlich gemacht. 70 Zeitungen in Deutschland schreiben darüber. Die Reaktionen sind positiv. Wenn ich wirklich mal ernsthaft darüber nachgedacht hätte, welche Bands aus den vergangenen 10 Jahren würden sich eventuell nochmal zusammentun, wäre Tic-Tac-Toe vielleicht auf dieser Liste gewesen. Wenn ich auf irgendwas mein ganzes Geld hätte wetten sollen, dann darauf, dass Tic-Tac-Toe sich nie mehr wieder zusammentun. Ich habe eigentlich jahrelang darauf gewartet, dass die irgendwann wieder zurückkommen, weil die waren so ein Event gewesen. Tic-Tac-Toe, die plakativste Band, die es so gibt auf Deutsch, glaube ich. Warum plakativst? Ja, die Texte. Jetzt in der Zeit, wo deutsche Musik auch so angesagt ist, ist es eine Reunion. Kann absolut funktionieren, denke ich schon. Ich glaube, wichtig ist auch halt das persönliche Verhältnis untereinander. Und wenn das stimmt, dann kann man auf jeden Fall eine lange Strecke zusammen gehen, viele Höhen und Tiefen überwinden. Und wenn sie das schaffen, also dann kann man sich das schon vorstellen. Klar. Und fand es auch schade, dass sie sich aufgelöst haben. Und deswegen freue ich mich auch, wenn sie jetzt einen Neustart wagen. Also ich bin sehr gespannt drauf. Ich wünsche allen viel, viel Glück. Anfang Dezember läuft der Song Spiegel bereits in Radio- und Fernsehsendern. Im Studio von Tino Oak nahe Mannheims werden bereits neue Titel eingespielt. Die fetteste Nummer und der fetteste Bass ist definitiv Tic-Tac-Toe. Das ist ein Brett, das ist so die Nummer, du stehst im Club, ahnst nichts Böses, stehst hinter der Box, der Bass geht los und du fliegst mit dem Gesicht direkt gegen die gegenüberliegende Wand. Klatsch! Geiz, Völlerei, Wollust, Ruhmsucht, Stolz, nichts hat sich verändert. Willkommen in der Hölle, wir haben's nicht anders verdient, nichts ist verziehen, jetzt verkommen wir in der Hölle. Es hat sich nichts geändert. Moderne Folter, Sklaverei, Unterdrückung in Zig-Ländern. Wir machen gerade ein richtig fettes, geiles Album. Mir gefällt's, wenn es den anderen nicht gefällt, tut mir leid, dann habt ihr was verpasst. Aber also, ja. Aber ja, also und fertig. Am 2. Dezember 2005 stehen Tic-Tac-Toe bei The Dome das erste Mal seit 8 Jahren wieder gemeinsam auf einer Bühne. Jesse und Lee, hier sind Tic-Tac-Toe mit Spiegel! Hallo, ich bin Kerstin, 16 Jahre alt, auf jeder Party voll. Das Comeback ist geschafft. Ein halbes Jahr Arbeit liegt nun hinter ihnen. Sie haben sich getraut, sie haben sich angestrengt und sie haben ihre Musik wieder vor ein Millionenpublikum gebracht. Nach dem Auftritt sind sie glücklich. Großartig. Also es ist wie verliebt sein, es ist ganz aufregend und man hat so ein bisschen das Gefühl, man fängt nochmal von vorne an, obwohl man schon alles kennt. Also eigentlich sind wir diejenigen, die das Glück haben, 10 Jahre zurück mit dem Wissen von heute, perfekt. Gestern erschien Spiegel im Handel. Wie hoch ihr Comeback sie nun in die Charts bringen wird, werden erst die kommenden Wochen und Monate zeigen. Wichtiger als dies ist ihnen aber einfach, dass sie durchgehalten haben. Dass sie wirklich wieder gemeinsam zurück auf die Bühne gekommen sind. Ich will jemand anders sein und meine ganze Welt zerbricht bald in 1000 kleine Teile. Und das war unser Explosiv-Weekend-Spezial zum Comeback von Tic-Tac-Toe. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und ein tolles Wochenende. Am Montag dann wieder Explosiv mit Markus Lanz. Machen Sie es gut. DSDS dramatisch wie nie. Tränen des Glücks und Tränen der Niederlage. Selbst die Jury zeigte sich schwer emotional. Außerdem klickten zum ersten Mal Handschellen. Die unglaubliche Woche bei DSDS morgen 17:45 Uhr exklusiv Weekend.